So sieht's aus, liebe Leute, und damit ganz herzlich willkommen zu Let's Play Ghostbusters auf dem Commodore 64 aus dem Hause Activision und aus dem Jahr 1984, stolze 29 Jahre mittlerweile her und ja, eins der recht frühen großen C64-Werke, die man heute noch kennt. Und hab's relativ gern gespielt, obwohl ich in dem Spiel nie weit gekommen bin. Das wird sich auch heute nicht ändern, das kann ich euch schon mal versprechen. Also falls ihr irgendwie wollt, falls ihr das Spiel zu Ende sehen wollt, wie es irgendwie mal durchgeschafft ist, dann seid ihr hier leider verkehrt. Da hinten ist der Ausgang. Nee. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. Es wird relativ lustig wahrscheinlich. Und naja, fangen wir mal an. Hier haben wir einige Cheats zur Verfügung. Wir können mit 100.000 Dollar extra starten. Ja, das mache ich mal. Die anderen, ja, das ist jetzt nicht so interessant. Die lasse ich alle mal leer. Und jetzt geht's los! Ist das ein geiler Soundeffekt? Leute, das Spiel ist von 1984 und so ein geiler Soundeffekt, das ist ja noch besser als bei Space Taxi. Respekt an die Entwickler, nicht übel. Und jetzt haben wir hier, genau, das kann ich mich auch noch erinnern, eine Karaoke-Version des Ghostbuster-Songs, die wir jetzt mitsingen können. Das ist richtig geil. Mal gucken, ob ich das kann. Baby, 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 they have something strange in your neighborhood. Who gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good. Who gonna call? Ghostbusters! Und so weiter und so fort. Ja, wir können jetzt, wenn wir es wollen, den ganzen Song mitspielen. Das erspare ich euch mal, ne? Sonst verliere ich noch meine letzten Zuschauer. Ghostbusters for professional paranormal investigations and eliminations. We're ready to believe you. To form a Ghostbusters franchise in your city, please state your name. Last, first. Gut. Daddl. Danny. Upsala. Nein, Y ist hier. Richtig. Do you have an account? No! In that case, welcome to your new business. As a new franchise owner, the bank will advance you $10,000 for equipment. Use it wisely. Ui, jetzt kann ich erstmal Autos kaufen. Wahnsinn. Ich würde mal sagen, ich nehme nicht den teuersten. Nein, ich nehme, glaube ich, den Zweier. Das ist hier dieser, sieht ein bisschen aus wie ein VW Käfer. Ich glaube, das war der, den 1963er. Mhm. Ja, das ist ja das Original Ghostbusters Auto. Gut gewählt. So, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Kohle für Equipment. Dann nehmen wir erstmal den PK Energy Detektor, also der geistliche Materie oder geistliche Energie aufspürt, soweit ich das richtig verstanden habe. Dann ein Image Intensivier für Gifle. Weiß nicht, was es ist, aber es kostet viel Geld, also muss es gut sein. Okay. Und was jedes vernünftige Auto braucht, klar, einen Marshmallow-Sensor. Drauf damit. Dann haben wir hier noch mehr Auswahl. Ganz wichtig, der Ghost-Vakuum. Damit wir auch Geister unterwegs während der Fahrt einsammeln können. Beziehungsweise festhalten können. Dann natürlich ganz wichtig, Fallen. Da kaufen wir am besten mal so viel wie möglich. Ich weiß nicht, wie viel gehen. Sehr viel gehen, das ist ja toll. Denn wenn wir weniger Fallen haben, müssen wir dann relativ häufig zurück zum Hauptquartier und neue Fallen besorgen. Und das kostet immer zu viel Zeit und ist nervig. So, mehr geht leider nicht. Was ist hier noch? Ein Ghostbait. Ah, kann ich nicht mehr kaufen. Ich kann, glaube ich, nur begrenzt Equipment kaufen. Was gibt's denn hier noch? Portable Laser Confinement System. Kann ich das noch besorgen? Nee, ich kann wirklich nur begrenzt hier. Sehr begrenzt hier kaufen. Moment. Kann ich irgendwas wieder zurücklegen? Glaube nicht. Na gut, dann lassen wir es mal so. Ist ja okay. Okay, wir sind da. Your car is loaded to capacity.
Und da oben blinkt's direkt rot. Das ist der erste Notfall. Da fahren wir doch mal direkt hin. Und ihr seht jetzt hier an den Ecken schon die gelben Geister auf das ZUUL-Gebäude zu schweben. Ja, die müssen wir dann unterwegs mit dem Staubsauger einsaugen. Denn diese gelben Geister, die formieren sich dann irgendwann zum übermächtigen Marshmallow-Geist und dann haben wir nichts mehr zu lachen. So, jetzt ist erstmal hier so kleine Standardgeister, die wir hier einfangen müssen. Die irgendwie alle aussehen wie Slime. So, probieren wir es mal. 3, 2, 1 und... Na, jetzt! Da-da-da-da-da-da-da und 3. Komm, ich warte, bis er drüber ist. Ich hab Zeit. Oh, das war Glück. Glück gehabt. Jawohl! So sieht's aus. So, jetzt kann ich mal bis auf den nächsten Notruf warten. Am Anfang ist da relativ wenig los. Aber ich kann ja mal an diesen gelben Geistern vorbeifahren. Zum Beispiel hier, so. Und die müsste ich jetzt dank des Staubsaugers einsaugen können. Jawohl! Sehr gut. Wenn wir die Leertaste drücken, dann kriegen wir auch mal Statusinformationen unten. Wie viel Fallen wir noch verfügbar haben, bis wir neue holen müssen und wie viel Männer noch. So. Und ja. Nein! Oh. Ob das noch klappt, Freunde? Nur nicht so schnell. Geduld. Ah. Komm. Ich kann leider auch nicht zurücklaufen. Irgendwie, zumindest weiß ich nicht, wie es geht. Hey, du blöder Geist, jetzt. Beweg dich mal in die Mitte. Ah, okay. Backpacks discharged. Go back. Genau. Go back to headquarter. Schauen wir nochmal, wie es aussieht. Ja, ich habe zwar noch... Ja, 4 leere Fallen habe ich noch, aber ich muss mal wieder neues Personal besorgen. Yeah! Oh, dieses Lied ist so geil. So, nächster Notruf. Jetzt müssten wir wieder bei 100% oder ja, bei 99% liegen. Hey, warum ist hier kein Geist? Da hat's doch eben rot geblinkt. Wieso jetzt nicht mehr? Will mich das Spiel verarschen? Gut, da fahren wir eben mal ein paar gelbe Geister einsammeln. Also wie gesagt, ich bin in dem Spiel nie sonderlich weit gekommen. Und es wird sich auch diesmal nicht ändern, weil es passiert eigentlich auch relativ wenig. Ich weiß nur, dass diese gelben Geister dann mit der Zeit immer schneller werden und ich konnte es bisher nie verhindern, dass sich irgendwann mal der Marshmallow-Geist bildet. Oh, da unten ist ein Notfall. So, ich hoffe, das ist jetzt wieder nicht ein falscher Notruf. So, nein. So, wo ist der zweite? So. Und jetzt. Jetzt. Jetzt! Was war das? Oh nee, you crossed the streams. Oh Mann. Die stellen sich auch besonders dämlich an. Okay. Aber zum Glück haben wir unbegrenzt Männer hier im Hauptquartier, soweit ich das weiß. So, jetzt fahre ich hier einfach mal ein bisschen rum und sammle ein paar gelbe Geister ein, bevor die sich hier vereinigen. So, einmal eingesammelt. Und noch einer. In the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! So, da ist natürlich nichts, aber ein sehr geschmackvolles Haus. Natürlich werden auch die Notrufe im Laufe des Spiels immer häufiger. Dann blinken dann gleich mal 2, 3 oder noch mehr Häuser rot und es wird dann immer stressiger. Oh,
Ach ja. Und irgendwas hat es auch mit diesem Schlüssel, der auf der Übersichtskarte entlang schwebt, auf sich. Weiß aber nicht mehr genau was. Ich glaube, da müssen wir auch verhindern, dass dieser Schlüssel auf das Haus zufliegt, irgendwie, bevor die Geister irgendwie die Überhand nehmen. Ach, was weiß ich. Da oben blinkt's. Da fahren wir doch mal hin. Ja, jetzt geht's schon los. Jetzt blinkt's schon bei zwei Häusern gleichzeitig. Allmählich wird das Ganze stressiger. Zück, zück. So stressig, dass ich schon Schlangenlinien fahre. Aber nicht dabei vergessen, die Geister einzusaugen. Das wäre fatal. So, wo sind wir hier? Vor einem Hotel, so wie es aussieht. So. Ah Gott, wie hießen denn die vier Ghostbusters noch gleich? Ich hab ihn. Das war Peter Venkman. Das war Egan. Peter, Egan. Oh Gott. Ich habe jede Folge geguckt, aber ich weiß nicht mehr, wie die Ghostbusters hießen alle. Peter, Egan. Egan war der mit der Brille, der Blonde, der Streber. Der Peter war hier der Playboy. Und da war noch ein Farbiger, wie man heute so sagt. Früher hat man Neger gesagt, aber darf man ja heute nicht mehr. Yes, sir. Skillshot. Und da war noch ein so ein Dicklicher. Ich muss mal bei Wikipedia gucken. Ich habe total aus meinem Gedächtnis gestrichen, wie die zwei hießen. So, noch ein paar rote Geister einsammeln. Rote. Ja, farbenblind. Gelbe Geister. Einen. Und noch eine. Wie bei meinen meisten Commodore-Spielen wird natürlich das auch nur ein Let's Show werden. Kein richtiges Let's Play, weil komplettes Let's Play wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Also ich habe vor, wieder so, naja, vielleicht 20 Minuten aufzunehmen. Je nachdem, wie lange ich durchhalte oder wie lange es überhaupt Spaß macht, noch zuzugucken. Mal sehen, das liegt dann immer in meinem Ermessen. Und ja, jedenfalls hoffe ich, ihr habt Spaß dabei, ein bisschen. Ihr könnt ja ein bisschen den Ghostbusters-Song mitsingen. Ich meine, der geht ja wirklich ins Ohr. Von Ray Parker Jr. übrigens damals vorgetragen. So, da ist wieder ein kleiner böser Slimer. Und den hab ich! So macht man's. Hehehe. Und Ghostbusters! Ghostbusters! Sag ich doch. So, jetzt wird's allmählich ein bisschen schneller. Oh Gott, und jetzt kommen auch die Notrufe vermehrt ein. Die ganze Stadt ist sowas von geisterverseucht. Unten wird ja auch eingeblendet, die PK Energy, also die geistliche Energie, die geistige Energie in der Stadt wird ständig höher und immer mehr böse Geister machen uns das Leben schwer. Aber nicht mit uns. Tschüsschen! Hey, die machen Breakdance hier. Oder Moonwalk. Eher Moonwalk. So. Und der nächste. Wie viele Fallen habe ich denn eigentlich noch? Ich muss gerade mal schauen. Eine nur noch. Eine leere Falle. Das heißt, nach dem nächsten Geist muss ich ins Hauptquartier neue Fallen holen. Warum ist hier niemand? Ah, cool. Das war wohl ein blinder Alarm. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal ins Hauptquartier. Juhu! So. Nachschub. Okay, dann fahre ich mal zum nächsten Notruf, aber zwischendurch ein paar Geister abgreifen. Sonst dauert es nicht lang und der böse Marshmallow-Geist erscheint. Also für das Jahr 1984 hat das Spiel wirklich eine beachtliche Grafik und auch vor allem der Sound, der ist wirklich toll, vor allem die Spracheffekte, die es hier gibt. Da war ich ja bei Space Taxi schon wirklich begeistert, aber hier sind sie sogar noch besser.
gefällt mir sehr gut. Ghostbusters! So. Ey, nicht da ins Häuschen gehen. Gerade noch abgegriffen. Ja, wie das mit dem Schlüssel und dem Schlüsselloch ist, weiß ich jetzt nicht, ob wir die... Also abgreifen können wir sie nicht. Wir können nur die gelben Geister hier einsaugen. Mit unserem Super-Turbo-Staubsauger! Der auch langsam mal voll sein müsste, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der wird gar nicht voll. Schabidabidada. So, hier gibt's nichts. Natürlich. Bin ja nur gefahren, um hier ein paar gelbe Geister einzusammeln. Okay, aber hier sind wieder ein paar Notrufe. So, wir legen noch gut. 4 leere Fallen und 3 Männer. So. Ein böser kleiner Geist. Genau richtig für unsere Sammlung zu Hause. Oh, das war ein bisschen zu früh. Das war nicht so toll. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt! Jawoll! Strike! Ghostbusters! Geil. So, gleich nebenan brennt's auch. Gottes Willen. Wir brauchen mehr Ghostbusters in der Stadt. Wir können nicht alles übernehmen. Wir sind nur zu viert. So eine große Stadt wie New York. Viel zu wenig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt! Jawoll! Langsam klappt's doch hier. Ghostbusters! Ja, wie ihr natürlich sehen konntet, mit jedem Geist nehmen wir dann auch Geld ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang so ein Level ging. Irgendwann weiß ich noch... kam der Marshmallow-Geist. Das habe ich irgendwie nie verhindern können. Ich weiß gar nicht, ob man es verhindern kann oder ob der irgendwann mal kommt, ob man will oder nicht. So. Jedenfalls, ja, ich fange hier fleißig die Geister ein. Also das kann ja nicht ganz schlecht sein. So. Okay, jetzt wird's langsam brutal. Die Geister. Oh ja. 3 Notrufe auf einen Schlag und die Geister... rasen mittlerweile auf den Mittelpunkt der Stadt zu. Und es wird nicht mehr lang dauern und der böse Marshmallow-Geist wird über der Stadt erscheinen. Das hier sind ja die, ja, man sagt die Original-Ghostbusters. Es gab ja auch von Filmation Ghostbusters, die liefen früher, glaube ich, mal auf Tele 5. Da war so ein Affe dabei. Die habe ich auch sehr gern geguckt, muss ich sagen. Waren aber nicht so bekannt wie diese hier. Die hießen dann eben Filmations Ghostbusters, während diese hier The Real Ghostbusters hießen. Oh, ich muss ins... Und ja, die meisten finden natürlich hier die Original besser. Und ja, ich finde eigentlich beide gut. Obwohl ich einer der wenigen war, die zuerst die Filmations Ghostbusters geguckt haben und danach erst diese hier. Und ich dachte anfangs, das hier wäre die Kopie und dachte, was soll das denn? Dabei, der ist wohl verschwunden. Gemeinheit. Oh, oh, langsam wird's gefährlich. Von der Filmations-Version gab es sogar mal Hörspiele. Da hatte ich sogar ein paar Kassetten damals gehabt. Hm. Und der Bösewicht bei Filmations Ghostbusters, den weiß ich auch noch, das war Prime Evil. Der eine richtig geile Stimme hatte. Ghostbusters! Ja, fast so eine geile Stimme wie hier das Spiel. Ghostbusters! Oh Gott, ich glaube, ich bin gleich gearscht. Ah! Dieser Joystick. Das Spiel könnte man auch der Stadtstraßensimulator nennen, so oft wie wir hier unterwegs sind. Stadtstraßensimulator 1984. Und dieses nebenbei Geistersammeln ist eben nur so, ne? Kleines Beiwerk. Oh Gott. Ich bin gleich sowas von im Arsch.
Oh Gott. Ja, eigentlich warte ich jetzt mal langsam auf den Marshmallow-Geist. Ich bin schon 20 Minuten auf Sendung und langsam könnte mal ein bisschen was anderes passieren, als immer nur die gleichen blöden gelben Pixelgeister und die Slimers, die wir hier einsammeln müssen. Naja, aber ich glaube, es wird jeden Augenblick etwas passieren. Wenn nicht, muss ich nachhelfen. Na komm schon, beweg dich! Jawohl! Und tschüss! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Okidoki. Okay, jetzt ist es passiert. Marshmallow-Alarm! Und ich glaube, jetzt bin ich kaputt. Marshmallow Man did $4,000 worth of damage. But the amount will be deducted from your balance. Ja, jetzt sind hier einige Häuser schon kaputt. Mir wurden $4,000 abgezogen. Sachschaden, die der Marshmallow-Geist angerichtet hat. Relativ wenig. Was hat denn der gemacht, was $4,000 kostet? Oh, da ist mir einer entwischt. Verdammt. Die sind so schnell plötzlich. So. Langsam komme ich mal zum Ende, denn irgendwie passiert in diesem Spiel auch nicht mehr viel. Soweit ich das weiß. Also ich kenne sie jetzt nicht mehr großartig. Nö. Hier ist auch kein Geist mehr. Ah! Schon wieder Marshmallow-Alarm! Und das geht jetzt, glaube ich, irgendwie so lang weiter, bis ich irgendwann kein Geld mehr habe oder die Stadt zerstört ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich lasse jetzt mal alle Geister einfach mal... Ich lasse die Geister die Stadt übernehmen. Kann ja nicht schaden, oder? Da steigt ja eine ordentliche Geisterparty in dem Zool-Gebäude. Ich weiß aber nicht mehr, was es mit dem Schlüssel und dem Schlüsselloch auf sich hatte. Ah, jetzt ist es passiert. The Keymaster and Gatekeeper arrived at Zool, ending the game. You didn't make enough money, so the bank has foreclosed. Better luck next time. Was lachst du mich aus, du Sau? Okay, immerhin habe ich noch $88,000 dafür. Ja, da fange ich mal neu an auf Hawaii. Da gibt's nicht so viel Geister wie hier. Ja. Schönes Spiel, auch wenn es ein bisschen eintönig ist und es wird relativ schnell langweilig. Das ist halt bei den alten Spielen oft so der Fall. Bei den meisten zumindest. Aber ansonsten ein sehr schönes Spiel mit einem geilen Sound, muss ich sagen. Respekt! Das war also Ghostbusters auf dem Commodore 64. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, vielleicht Let's Play ich den irgendwann in näherer Zukunft auch nochmal. Schauen wir mal. Jedenfalls danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, sage ich. Tschüss.